Innovation ist der Motor für den Erfolg von unserem Forschungs- und Wirtschaftsstandort. Die Universität Basel leistet mit ihrer Forschung und ihrer Lehre dafür einen ganz wesentlichen Beitrag. Denn Wissen schafft Wirtschaft. Mit unserer gemeinsamen Veranstaltungsreihe Uni konkret bringen wir die Leistungen der Uni zu unseren Unternehmungen, zu der Politik, aber auch zu der Gesellschaft und rücken topaktuelle Themen wie Antibiotikaresistenz in Fokus. Der Thorsten Schwede verratet uns mehr dazu. Vor 3 Jahren hat die Universität Basel vom Schweizerischen Nationalfonds den Zuschlag für einen nationalen Forschungsschwerpunkt mit dem Namen Antiresist erhalten. Seither suchen die Forschenden rund um Christoph de Hio am Biozentrum nach alternativen Strategien im Kampf gegen antibiotikaresistente Keime. Besonders wichtig ist dabei die enge Verbindung zwischen der biologischen Grundlagenforschung, der klinischen Forschung und dem Bioengineering. Forschende der Universität Basel, des Universitätsspitals Basel und dem Departement für Biosysteme der ETH Zürich haben daher gemeinsam ein interdisziplinäres Zentrum für Antibiotikaforschung aufgebaut. Am 30. Juni möchten wir Sie im Rahmen von Uni konkret dazu einladen, aus erster Hand zu erfahren, wie die Forschenden die Herausforderungen im Kampf gegen antibiotikaresistente Keime angehen und welche Resultate sie bereits vorzeigen können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Biozentrum.